Jevsejev ist das. Und immer wenn sie über die Außen kamen, das war auch im Hinspiel so, dann lauerte mal ein bisschen Gefahr, so wie jetzt vielleicht. Und das Tor! 1:0 durch Vladislav Dužun, der junge Mann, der im Hinspiel nicht dabei war. Und nun natürlich einen riesen Einstand feiert und genau das heraufbeschwört, was man beim HSV nicht haben wollte. 1:0 nach gerade mal 10 Minuten. Bitter, bitter. Und sofort muss Stefan Schnur an die Seitenlinie zu Felix Magath. Bekommt neue Instruktionen, aber hier noch einmal. Schupp steht viel zu weit entfernt. Ja, wenn man es dann ganz genau nehmen will, dann könnte man sagen, dass Miljoschi... Sven Knetsch, klasse gemacht. Aus vollem Lauf, trotzdem noch gebremst und lang gewartet und das Tor. Wunderbar. Super Einzelaktion und Ruhe bei Felix Magath von Sven Kmetsch. Hat sich herrlich durchgesetzt auf der rechten Seite, hat lange gewartet, bis er den Ball dann hineinspielt, hat genau geschaut. Und schauen Sie mal, allen fällt ein Stein vom Herzen. Gegen Titov klar durchgesetzt und dann noch mit viel Gefühl auf den heranstürmenden Markus Schupp. Ein wichtiges Tor. 29. Spielminute, 1:1 und alles sieht noch viel besser aus als vor dem Anpfiff dieser Begegnung. Weil es so schön war, noch einmal. Mit viel Gefühl und Effet. Und da kommt Markus Schupp. Vorhin stand er noch verkehrt, der Markus Schupp, gegen Dužun. Und nun steht er goldrichtig. Herrlich gespielt jetzt. Titov mit der Möglichkeit. Fischer dazwischen. Und dann der Schiedsrichter. 41. Spielminute. Für meine Begriffe konnte man den geben. Diesen Elfmeter. Juan Roca jedenfalls hat keine Sekunde gezögert. Fischer im Tete-a-Tete, aber das war eher beiderseitig. Sagen wir mal so, glücklich die Entscheidung aus Sicht von Spartak Moskau. Im Übrigen kaum Proteste von Seiten des Hamburger Sportvereins. Tichonow zum 2:1. Ja, keine Abwehrchance für Richard Golz. Und ein bisschen zufriedenere Minen beim Trainer, beim Georgi Jacek. An Golovskoi nichts anderes mehr zu tun, als so einzusteigen. So, und am liebsten wäre der Marjan Kovacevic jetzt wieder mit nach vorn geeilt, wie im Hinspiel bei der Ecke. Jetzt muss er hinten bleiben, dafür ist Hartmann da. Im Heranfliegen hat er den Ball noch gerade getroffen. Hat ja auch ein bisschen Platz da vorn für seinen Kopfball. 2:2 durch Jürgen Hartmann. Und krasse Unaufmerksamkeiten in der Abwehr bei Spartak Moskau. Schauen Sie mal. Allein stehen gelassen von Titov. Aber auch schön abgehoben von Jürgen Hartmann.